durch Bayern. Wir alle weiß schon gescheit spät dran. Obwohl, wir sind noch up to date, das Navi hilft uns schon. Programmiert auf schnellste Strecke, da brauchst zum Fahren kein Hirn. Vorausgesetzt, du bist nicht zu blöd zum Navi programmieren. Die Ansage war deutlich, die hab ich gut verstanden. Die nächste Links hat's gesagt und sie hat da drauf bestanden. Mitten durch die bayerische Prärie und anschaffen darf ausnahmsweise sie. Ja, mit meinem Navi dabei, da find ich überall hin. Da bist du der Chef von der bayerischen Prärie. Da fühlst dich gut, weißt du auskennst. Und wer sie auskennt, der ist frei. Drum hab ich immer mein Navi dabei. Manchmal kommt schon vor, dass Navi spinnt, was tust du jetzt da? Ja, dann fahren wir halt gerade weiter. Geht schon passen? Sowieso. Hey. Ja, aber wir jetzt da gerade weiter. Erklärt mir mal das wer. Hey, wir drehen da schon die vierte Runde in dem neuen Kreisverkehr. Die Ansage war deutlich und sie hat da drauf beharrt. Bitte verlassen Sie im Kreisverkehr die vierte Ausfahrt. Gib's Obacht, nicht, dass wir's übersehen. Hey, ich glaub, das war's schon wieder gewesen. Pass auf, da rennt er hin! Ja, mit meinem Navi dabei, da find ich überall hin. Da bist du der Chef von der bayerischen Prärie. Da fühlst dich gut, weißt du, auskennst. Und wer sie auskennt, der ist frei. Drum hab ich immer mein Navi dabei. Gut ist, wenn man wen dabei hat, der wo sich auskennt, wie man fährt. Dann hat man für die Anfahrt einen Haufen Zeit gespart. Was noch besser ist, du stellst am Navi auf langsamer PKW. Weil wenn's noch mehr Gas gibst, dann läuft Uhr rückwärts, das ist schön. Die Ansage war deutlich, die hab ich gut verstanden. Bitte wenden Sie jetzt. Und sie hat da drauf bestanden. Du blöde Matz, wir sollen dran, da mitten auf der Autobahn. Ach, jetzt kommt einer! Yes, das lauter Geisterfahrer! Ja, mit meinem Navi dabei, da find ich überall hin. Da bist du der Chef von der bayerischen Prärie. Da fühlst dich gut, weißt du, auskennst. Und wer sie auskennt, der ist frei. Drum hab ich immer mein Navi dabei. Kannst nebenbei rauchen, saufen, Karten spielen, Brotzeit gemacht beim Überholen. Achtung, jetzt kommt einer! Das Schlimmste, was passieren kann, was uns aus dem Alltag schmeißt, das war, wenn's auf einen Schlag alle Navi-Satelliten zerreißt. Da waren Millionen Leid verloren. Die finden einfach nimmer